Wien wächst und zwar rapide. Hinter mir ist eine Karte von Wien in den 80er Jahren. Seitdem hat die Stadt 500.000 neue Wienerinnen und Wiener hinzugewonnen. Jedes Jahr im Schnitt 20.000 neue Bewohner. Und alle brauchen natürlich als allererstes bezahlbaren Wohnraum. Da macht es einen Unterschied, ob ein Planungs- und Genehmigungsprozess 3, 4 oder 14 Monate dauert. Die Geschwindigkeit von Verwaltung hat direkten Einfluss auf die Lebensqualität der Wienerinnen und Wiener. Das hat die Stadt erkannt und vor 3 Jahren ein Projekt gestartet, Brise, in dem die Beschleunigung der Planung umgesetzt werden soll. Und zwar mit ganz innovativen Technologien wie künstlicher Intelligenz, wie Building Information Modeling, wie Augmented Reality. Brise Vienna steht für eine smarte, effiziente Verwaltung. Es hat sich zum Ziel gesetzt, künftige Bauansuchen und Baugenehmigungen digital und damit schneller, effizienter, transparenter und kostengünstiger zu gestalten. Gemeinsam mit Experten der TU Wien und hochspezialisierten Unternehmen entwickelt die Stadt Wien seit 3 Jahren im Projekt Brise die neue digitale Baugenehmigung. In diesem Video wird der Pilotbetrieb von Brise Vienna dargestellt. Es wird gezeigt, wie das neue System funktioniert und welche Vorteile es für PlanerInnen, ArchitektInnen, InvestorInnen und Verwaltung beinhaltet. Die größte Herausforderung war eigentlich vorm Pilotbetrieb. Weil jetzt im Pilotbetrieb greifen die Räder ineinander und wir merken auch vom Feedback her, was wir noch zu verbessern haben. Aber die größte war eigentlich Bauordnungsnovelle, also Bauordnung an sich, beziehungsweise was dann in der Wiener Garagengesetz, in der OIB-Richtlinie war. Das heißt, wir haben versucht, am Anfang war das Ziel, 40% in Prüfregeln zu packen für die MA37, für die Baubehörde. Wir sind auf 50% gekommen. Das war extrem. Wir haben es auch gar nicht so erwartet, auch dankenswerterweise durch die Mitarbeit der TU. Es gibt Komponenten, die schon sehr stabil laufen. Und es gibt Komponenten, wo man sagt, okay, für einen produktiven Einsatz, da muss man die Stabilität, die Sicherheit noch erhöhen. Aber für so einen Soft-Start im Produktivsystem kann man sagen, kann man jetzt schon starten, weil man dann die Kernkomponenten verwendet, wie die Prüfregeln oder auch die Augmented Reality Tool. Ein wesentliches Erfolgskriterium besteht darin, den gesamten Prozess entlang des Potenzials digitaler Technologien neu zu denken, anstatt einen bestehenden Prozess zu digitalisieren. Statt 2D-Papierplänen kommen gänzlich digitale 3D-Gebäudemodelle zum Einsatz. Die Brise-Lösung ist damit eine innovative Grundlage für die Verwaltung des gesamten Bauvorhabens. Von der Planung über die Einreichung bis hin zur Abnahme des fertigen Bauwerks. Womit ich absolut nicht gerechnet habe, ist die Fülle an Prüfregeln, die wir tatsächlich entwickelt haben. Wir haben ja die Prüfung in baurechtlicher Hinsicht und in bautechnischer Hinsicht. Und bei der bautechnischen, haben wir also 570 Prüfregeln geschafft und bei der baurechtlichen 220. Und das ist doch enorm. Also das hätte ich nie erwartet, dass wir das eigentlich zusammenbringen, weil es ja doch sehr komplex ist, die Materie und die einzelnen gesetzlichen Tatbestände ineinander verwoben sind. Wir haben uns ja am Anfang schon überlegt, wie kann man das dann später sozusagen disseminieren, wie können wir das weiterbringen und haben dann so ein Reifegradmodell der digitalen Baueinreichung entwickelt. So die Stufe 1 ist die digitale Baueinreichung, Stufe 2 ist dann die modellbasierte Einreichung. Ein durchgängig digitaler Genehmigungsvorgang spart allen Beteiligten Zeit und Geld. Im Pilotbetrieb wurden Unternehmen, Planende, ArchitektInnen und Investoren eingeladen, ihre Bauprojekte im neuen Online-Prüfverfahren einzureichen. Mit 13 realen Projekten wird damit der Grundstein gelegt für eine neue digitale Lösung, die einen wichtigen Beitrag der öffentlichen Dienstleistungen revolutionieren wird. Ich habe dann eigentlich mir das schwieriger vorgestellt gehabt oder herausfordernder. War, glaube ich, wie wir gehört haben, für andere Büros vielleicht auch, aber wir haben uns eigentlich ganz gut damit getan. Für uns war die erste Hürde, dass wir den Bauherrn davon überzeugen, dass er dann da auch mitmacht. Das war, glaube ich, eine größere Hürde als die Brise selbst. Das Büro Seuker Silber Seuker ZT GmbH zählt mit zu den ersten EinreicherInnen, die den neuen Baugenehmigungsprozess in der Praxis getestet haben. Also es war sehr positiv, eine positive Überraschung, dass irgendwie so von Anfang an so eine Aufbruchstimmung auch bei den Betreuern von der Behörde, die wir mitgekriegt haben,
da war, die uns eigentlich angeregt hat, jetzt da wild drauf los zu arbeiten. Ja. Ich bin ein großer Anhänger von 3D-Bauen und alles automatisieren sozusagen. Also wir haben auch mittlerweile viele von, also bei der Klassifizierung geschaut, dass wir viele Sachen irgendwie reinprogrammiert haben, um automatisch die Sachen klassifizieren zu können. Und das war auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, es ist wirklich die Zukunft und das wird dann das ganze Prozess beschleunigen und vereinfachen. Die Bauherren und auch wir konnten digital unterzeichnen. Das war dann insgesamt viel schneller und hat viel Papier und Zeit erspart. Der Aufwand war, grundsätzlich ist es überschaubar, wenn die Mitarbeiter natürlich sehr fit in CAD-Programmen sind. Wobei wir gemerkt haben, dass sehr wichtig ist, dass man einen BIM-Koordinator im Büro hat, der diesen Überblick bewahrt. Also es ist ja auch so, dass wenn viele Mitarbeiter dann daran arbeiten, wer legt welche Klassifizierungen an, wer macht was genau. Auch Kurzarchitekten ZTG unterstützen mit ihrer Teilnahme die Weiterentwicklung des digitalen Bauverfahrens und leisten einen wertvollen Beitrag zum Testen und Evaluieren der innovativen digitalen Verfahrensabläufen. Der Vorteil ist sicher eine höhere Datensicherheit. Nämlich, früher muss man sich das so vorstellen, früher, wenn Sie einen Plan gezeichnet haben, habe ich einen Grundriss gehabt, Schnitte, Ansichten, aber ich musste immer nur den Bereich richtig darstellen, den ich schneide oder im Grundriss dementsprechend habe. Was sich darüber und darunter auch befunden hat, nur das hat man charmant schweigen können, das geht da nicht mehr. Das heißt, ich muss eine wesentlich höhere Datengenauigkeit bereits in einem viel früheren Stadium erreichen, als es eigentlich im ursprünglichen Einreichprozess notwendig war. MitarbeiterInnen des Magistrats sowie Stakeholder wurden von Beginn an in den gesamten Prozess eingebunden. Denn es sind die Menschen, die den Digitalisierungsprozess steuern und nutzen und von ihm profitieren. Ich brauche ein völlig neues Team in der MA37, das sich tatsächlich nur mit der Erstellung von Prüfregeln beschäftigt und letztendlich dann auch mit der Instandhaltung, also mit der Wartung. Gesetze ändern sich sehr schnell, wirtschaftliche Veränderungen gehen auch sehr schnell und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf unsere Prüfregeln. Nachdem die PilotteilnehmerInnen den Antrag abgeschlossen haben, ist die Verwaltung an der Reihe. Jetzt fängt der eigentliche Prozess an, bei dem Prise Vienna sein ganzes Potenzial entfaltet. Die digitale Einreichung landet automatisch bei der Baupolizei, MA37. Die sich nun daran macht, den Antrag mit Hilfe einer Reihe an innovativen Instrumenten zu prüfen und, wenn alles stimmt, zu genehmigen. Was für uns jetzt neu ist, ist das, dass wir einen wirklich digitalen Datensatz in Form eines Modells bekommen und nicht mehr nur PDF-Pläne. Das heißt, die Übermittlung ist im Wesentlichen ident geblieben, aber der Datensatz, der bei uns ankommt, ist wirklich ein digitaler Datensatz. Also der Prüfprozess hat sich sehr interessant bis jetzt herausgestellt, weil die inhaltliche Prüfung, die wir bisher recht flott erledigen konnten mit 2D-Plänen, sich ein bisschen intensiver dargestellt hat als erwartet. Also der ist in der Modellierungsrichtlinie, die wir vorgegeben haben, ein bisschen komplexer und aufwendiger geworden. Aber mit der Erwartung und auch schon der jetzigen kleinen Erfahrung, die wir haben, ist er dann in der formalen Prüfung, also die Gesetzesmaterien, dann hoffentlich einfacher. Insgesamt sind 4 Prüfstationen zu durchlaufen, die mit automatisierten Tools hinterlegt sind. Ist ein neuer Antrag eingereicht, erfolgt die technische Vorprüfung. Ist diese erfolgreich durchlaufen, kann die eigentliche Prüfung des eingereichten Modells stattfinden. Im Projekt, also im Prüfprozess selber, ist die Kommunikation sehr viel einfacher als im analogen Verfahren. Ja, also im analogen Verfahren konnte man immer nur beschreiben, was in den Plänen vielleicht irgendwie nicht so passt oder und auch das nur schriftlich. Und jetzt ist es durchs Modell möglich, dass ich ihm direkt im Modell zeigen kann, dieses Bauteil muss größer, kleiner, eine Brandschutzqualifikation haben oder eine andere. Und somit ist die Kommunikation einfach direkt. Ja, man kann eigentlich nur sagen, dass es in Wirklichkeit da jetzt sehr viel auch um Kooperation miteinander geht. Das heißt, sowohl der Planende als auch die Behörde, die lernen eigentlich voneinander genau in diesen Piloten jetzt, wie die Modelle eigentlich funktionieren und worauf es darauf ankommt. Und das war vielleicht auch das Spannende an diesem Prozess, den wir da jetzt mitgemacht haben.
Nachdem alle Schritte im Genehmigungsverfahren durchlaufen wurden, kann der abschließende Bescheid an den Planer oder die Planerin übermittelt werden. Ein Haupterkenntnis für mich ist es bei diesem Pilotversuch, dass wir unsere Prüftätigkeit völlig anders aufstellen müssen. Das Hauptaugenmerk ist nicht mehr so sehr die inhaltliche Prüfung, weil die wird ja mit sehr großer Unterstützung durch die Prüfalgorithmen gemacht. Aber wo ist natürlich dann der primäre Fokus zu setzen? Dass die Unterlagen formell so angefertigt sind, dass sie tatsächlich einem Prüfalgorithmus unterzuordnen sind. Und das ist etwas, wo wir komplett neu denken müssen. Prise verbindet Wissenschaft, Wirtschaft, BürgerInnen und Verwaltung auf höchstem Niveau und setzt neue Maßstäbe für Baueinreichung und Bewilligungsprozesse. Die Digitalisierung ist eine Entwicklung, die den Menschen dienen und so manche Dinge im Leben erleichtern soll. Und in diesem Sinn müssen wir sie auch gestalten, denn damit bringt sie die ganze Stadt nach vorne. Ich gratuliere allen Beteiligten zu diesem Projekt. Die Vorteile des zukünftigen digitalen Baugenehmigungsverfahrens für Einreichende und Mitarbeitende sind: schnelle Rückmeldung über die Qualität zur Einreichung, Einblick über den Status der Baueinreichung, aktuelle Daten sind vollständig und sicher abrufbar, Stellungnahmen werden beschleunigt, lückenlose Nachvollziehbarkeit des Genehmigungsverfahrens, Bauverhandlungen werden virtuell und damit ortsunabhängig möglich. Bauverfahren werden zeitnah abgeschlossen. Steigerung von Nachhaltigkeit, Effizienz und Einfachheit des gesamten Prozesses. Ich glaube, wir haben selten ein Projekt, das eigentlich so eine große Breitenwirkung hat. Wir wurden vom Gemeindebund kontaktiert. Wie können auch kleine Gemeinden profitieren und arbeiten jetzt mit denen zusammen? Was können wir machen, damit kleine Gemeinden stufenweise hier dann an die digitale Baueinreichung herangeführt werden? Ich glaube, es ist wirklich die Zukunft und das wird dann das ganze Prozess beschleunigen und vereinfachen. BIM ist gekommen, um zu bleiben. Es führt zu einem erhöhten Planungsaufwand und no oder nicht, wir werden uns damit auseinandersetzen. Von der Planerseite genauso wie von der öffentlichen Seite, von der öffentlichen Hand, wir werden miteinander das lösen müssen. Es wird nichts helfen, weil der Zug fährt und wenn, dann wollen wir mitgestalten und dabei sein. Die nächste Entwicklung wäre sicher, sich anzuschauen, die Wurzel quasi von unserem ganzen Projekt, die Gesetzesmaterie. Die liegt derzeit in analoger Form vor und wir versuchen mit viel Aufwand, das in eine digitale, prüfbare Form umzuwandeln. Die Stadt Wien zeigt mit diesem Forschungs- und Entwicklungsprojekt ein beispielhaftes Verständnis der vollständigen Auswirkungen digitaler Technologien auf die Stadtentwicklung und den Stadtbetrieb. Prise Vienna ermöglicht es Städten in ganz Europa, aus den in Wien gesammelten Erfahrungen zu lernen und liefert einen Entwurf für die Nachahmung sowie die Übertragung auf andere Fälle und in andere Dimensionen. Was, glaube ich, mir aufgefallen ist, weil ich bin eine halbe Generation vielleicht älter als die Kolleginnen, und zwar, wie viel Spaß ihnen das gemacht hat, dass, wie die Kollegin gesagt hat, das zu automatisieren, zu digitalisieren, viele Prozesse zu beschleunigen, indem das alles automatisch gemacht wird. Die Haupterkenntnis ist eigentlich, wenn man von Digitalisierung spricht, heißt es eigentlich immer, dass es ein Miteinander sein muss. Und in dem Fall muss auch die Behörde sozusagen von ihrem hoheitlichen Denken wegkommen, sondern wir müssen jetzt gemeinsam mit den Planenden, mit den Architekten, den Planverfasserinnen versuchen, die Herausforderungen, die sich bei der Modellierung ergeben, zu bewältigen. Also die Haupterkenntnis ist, dass man sich wirklich, also wir auch als Behörde, uns viel tiefer noch mit der Materie befasst haben als vorher und dass eigentlich relativ viel möglich ist. Gerade bei der MA37, der Baubehörde, diese wahnsinnige Neugier, wie sowas funktioniert, wie Modelle aussehen, was sie können und dieses wirklich großartige Engagement. Also es hat mich echt sehr positiv überrascht und es hat immer Spaß gemacht.